Das ist er, der Lunser Double Beef Burger. Und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch gleich. Hi Freunde, was war mal heute? Ich war am letzten Wochenende war ich in Hasewinkel auf dem Lunser Seminar, auf dem 10. Lunser Seminar. Und dann habe ich einen Burger dort gemacht. Und zwar einen Double Beef Burger. Der kam richtig geil an, dass manche Leute gesagt haben: Oh, ich gehe auf dein Video und da hole ich mir das Rezept. Da ist mir eingefallen, das Video gibt es gar nicht. Deswegen machen wir das jetzt. Und zwar die Zutaten dazu haben wir hier. Und zwar haben wir hier Salat, dann haben wir Dry-Age-Hackfleisch, dann haben wir Zwiebeln, Pilsen, mein Rub, Salz, Pfeffer, die Hollandaise, die habe ich selbst gemacht. Dann haben wir Käse, dann haben wir Beef, Buns und natürlich mein heißgeliebter Bacon. Jetzt gehen wir aber hin und machen erstmal das Hackfleisch. Lass mal die Patties machen, dann machen wir zwei Stück. Machen wir ungefähr so knödelgroß. Ja, ein bisschen kleiner können wir ruhig machen. So, einmal. Ja. Die habe ich schon vorher mit meinem Gewürz gemacht, dass es ein bisschen schädlich ziehen kann. Ne? Deswegen mache ich das jetzt nicht drin. Pfeffer und Salz habe ich auch schon dran. Dann machen wir das jetzt. So. Geknetet. Gut, das war schon. Mehr ist es gar nicht zu machen. Jetzt gehen wir hier und gehen an die Blanja. Kommen wir mit. Bei der Blanja ist es ja eigentlich relativ einfach. Da kann man ja normales Öl nehmen. Man kann eigentlich Fett nehmen. Normalerweise ist hier das Allerbeste ist ja, man nimmt ja das Baconfett. Das ist ja das Gold unter dem Fett. Ich nehme aber lieber das 3 Olivenöl. Weil das hat richtig geiler Geschmack und das merkt man auch im Fleisch. Deswegen nehme ich das. Guck mal bei denen vorbei, das sind richtig geile Sachen, was die haben. Die haben mehrere Sachen, ich weiß, die haben Knoblauch, die haben Zitrone und solche Sachen. Also schon richtig geil. Jetzt gehen wir aber hin und machen erstmal schön etwas darüber. Und schmeißen als allererst mal die Pilze drauf. Und die Zwiebel drauf. Die tun wir jetzt erstmal ein bisschen anbrote. Gut, dann machen wir das ein bisschen hoch, das ist schon fast gut. Und jetzt machen wir die Buns. Und machen die Schere auseinander. Zack. Einmal. Hoppla. Und der nächste. Zack. Gut. Zweimal. Machen wir noch ein bisschen Öl. Zack. Nehmen wir jetzt erst ein bisschen anbraten. So, jetzt drehen wir so einmal rum. Zack. Und nun gehen wir hier, machen jeweils zwei Scheiben Käse drauf. Einmal, zweimal, dreimal. Und wenn man so tolle Deckel hat, wie ich sie habe, muss man nicht unbedingt haben. Aber wenn man da hat, kann man es natürlich nutzen. Und nun machen wir noch den Bacon. Der Mega Bacon. Der darf hier nicht fehlen. Was ich noch dazu sagen muss, es hat nicht jeder so Blanja zu Hause. Aber die meisten, wo nicht die Grille haben, haben so Grillblanja Platte. Geht natürlich auch. Ja? Und einer, wo es gar nicht hat, kann es natürlich auch in der Pan machen. Ganz klar. So, jetzt machen wir ein paar Bäcker anbraten. Ah,
Sieht da schon mal gut aus. Deckel kann man schon runter machen. Und nun gehen wir hier, machen uns ein bisschen Platz. Wegen kann man ein bisschen zusammenschieben. Zack. Und machen das Beef drauf. Das wird nur ganz scharf angebrot. Das kann man ja schon fast roh essen, das da. Deswegen dauern die nicht lang. So. Das reicht schon. Jetzt gehen wir hier unser Klebisschen würzen. Einfach nur ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Einmal. Zweimal. Und können schon gleich anfangen, wahrscheinlich herumzudrehen. Genau. Kann man das schon rumdrehen, also das geht eigentlich relativ zügig. So. Zack. Auch kurz anbraten. Einfach auch nur ganz kurz bisschen Salz drauf. Brauchen wir gar nicht viel, weil man will hier noch das Fleischgeschmack haben. Zack, das reicht schon. Das heißt, wir sind eigentlich schon fast dabei. Cool, ich würde sagen, das war noch ganz kurz. Ich würde sagen, die Buns, die Patties machen wir jetzt halt noch kurz drauf. Und dann bauen wir eine zusammen. Gut, jetzt haben wir alles durchleihe. Jetzt bauen wir das geile Teil auch mal zusammen. Jetzt nehmen wir da einfach bisschen Salat, obwohl ich gerade sonst verkehrt rum, nehmen etwas von der geilen Sauce, machen ein bisschen drüber, nicht so viel, dann machen wir ein Stück Fleisch drauf, dann gehen wir hier, machen die Pilze und die Zwiebel drüber, zack, gut, dass wir noch ein paar Pilze zusammenkriegen. Zack. So, der ist da. Dann brauchen wir ein bisschen Fleisch. Boah, riecht das so geil. So, jetzt drüber. Und nun der Bacon drauf. Der darf bei mir ja schon gar nicht fehlen. Ich nehme jetzt die Finger. Bacon drüber. So. Und jetzt die geil Hollandaise Sauce. Schön fett drüber. So habe ich es jetzt auch gemacht. Die Mäuler haben alle gar richtig dreckig ausgesehen, aber die haben geschmatzt und gemacht. Das hat dann richtig gut geschmeckt. Deswegen machen wir nach. Zack, und da liegt er. Der Double Beef Burger vom Lunser Seminar. Was machen wir natürlich? Der klassische Mittelschnitt. Jetzt versuchen wir mal das Teil komplett dicht zu schneiden. Alter Verwalter. Zack. Der fällt natürlich auch nicht klar. Aber man kann immer gucken. So sieht das Teil von innen aus. Ich würde mal sagen, der ist mal richtig, richtig geil. Und jetzt kommt's. Dafür nicht fehle. Was ein geiles Teil. Leute. Also Leute, das Teil kam dort richtig geil an. Ich kann es auch noch mal bestätigen. Der schmeckt so geil.
das Rezept dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, mich über Abo und Like freue, euer Heiko's Red Grill Barbecue.